Klatschen, ja? Junge, das macht übel Bock, Radan mach ich fertig, Junge, glaub mir. Mhm. Oh, hier. Danach musst du mal einen Run machen mit Items. Nee, ich glaub, das ist gigaboring dann. Das ist halt wirklich langweilig, ja. Was hat irgendwann Orn, Belwef, was hat der dritte Band? Diana? Nee, oder? Haben wir zwei Doch, ich glaube schon, gehabt? Ja, ich glaube schon. Mit dem Talia-Aspekt quasi im Hinterkopf, aber ist, glaube ich, auch einfach so fair beim. Und Diana? Oder erst bei Wett? Hm. Ja, ist whatever, waren wir beide. Ich, whatever. Ich überlege gerade, was wir picken, wenn die wieder MF blinden. Also MF ist halt, das Ding ist mit MF, dass die so, kriegt eigentlich in jedem Matchup Prior aktuell. Also der Champ an sich ist danach nicht mehr so insane, aber Prior kriegt die eigentlich überall. Was mit so einer Ashe, wenn die offen ist? Ja, kriegt halt trotzdem Prior. Aber dann haben wir deine spielen. Ashe quasi, ne? Können wir spielen, ja. Aber du willst ja Prior haben. Ja, aber dann müssten wir jetzt ja MF first picken. Ist doch geil. Ich glaube, das Einzige, was Prior gegen MF kriegt, ist Jhin, aber ist ja die Frage, ob wir Jhin haben wollen. Ja, aber Ashe, haben Hikari gebannt. Ashe ist auch einfach mega Talia, Prior. Oder? Oder wollen wir jetzt hier, wir können auch einfach MF first picken. Was und dann hier Talia. Udyr first pick? Also ich bin jetzt kein Udyr-Konnoisseur. Ja, und Udyr Tops hat wäre auch gerade geil gewesen, bin ich ehrlich. Also Udyr kriegt permanent Prior, ja. Dann lass mal Udyr spielen. Wenn, ja, wenn du es fühlst, mach Udyr. Wir machen jetzt einfach Triple Prior, Invading Jungler und dann ficken wir die einfach. Boah, Elise. Oh, richtig schön ficken. Ja, ich finde Talia schon nice. Ich Talia finde ich also, auch nice. Ja, dann also nicht auf Phil. Gucken. Nicht auf Phil, Leute. Ah, ja, ne? Oh, Mann, das macht mich so glücklich, dass du was sagst. Junge. Kennt ihr dieses Gegen Caitlyn Gefühl? Können ja. wir... Ezreal Karma. Können wir... Ja, also fühle ich nicht so. Oder Ashe Karma. Also, wir können Ashe, wir können MF, wir können Jhin spielen. Olaf! 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 Du bist noch für Olaf hier schon? Was? Sieht sehr nah. Also Olaf in Tuscana ist ja das Ding so. Jetzt Olaf Silien roter? Oh, Olaf Silien? Wir brauchen aber AP Damage. Aber wie wär's denn mit Olaf Karma? Wir haben Udi ist AP Damage. Du spielst Phoenix Udi, oder? Ja, ich spiel Phoenix Udi. Ja, bei der Scana wird trotzdem Armor stacken, oder? Also ist trotzdem scheiße für uns. Aber geh ruhig Olaf, also. Ja, Olaf ist auf jeden Fall Olaf Karma. Wir nennen Karma, ja, geh Karma, das ist besser. Ja. Können wir die auch noch flexen im Notfall? Ja. Ich kann auch Karthus. Karthus wäre hier auch noch gut. Karthus? Also für dich jetzt meinst du? Ja, ja. Das ist mir egal, wie Skana mich ölt. Ja, so. Clever. Nee, aber ist auch gegen Caitlyn eigentlich? Ja, also mit Karma Udi haben wir jetzt halt auch schon Mucho AP sonst, ne? Also Stich rein. Für Karthus Mucho AP zumindest. Und gegen Soraka, glaube ich, hat sich das jetzt auch geklärt. Hat sich jetzt auch einfach erledigt. Schade. Den ist wahrscheinlich eher spannend. Ja. Was bannen wir? Irgendwas auf Top? Hab nix. Was du noch haben willst? Ne. Was könnte man sonst noch bannen? Der Midlaner spielt Viktor. Wäre halt einfach so grundsolide gegen uns, glaube ich. Naja. Wobei Viktor. Kannst du mal auch Viktor bannen oder so? Grundsolide. Ich weiß nicht, ob irgendwas. Na, was sollten die jetzt picken? Die sollten Peel picken noch, oder? Also Champs, die gut sind, nach hinten im Kiting. Ja. Und die euch, die halt euch umbursten. Die haben Anivia gearbeitet. Ja. Aber ich weiß nicht, Anivia? Vega wäre ein Kiteback-Champ. Ja, aber Vega ist doch scheiße gegen euch beide, oder? Vega ist ein Opfer gegen mich. Oh, aber Vega ist ein Opfer gegen mich. Udi ist ja, wir haben zweimal Olaf gepickt. Ey, spielt ja mit den Anivia? True. Anivia, ja, er hat die gehavert. Ja, vielleicht hat er das mit dem Hammer gebaitet. Ja, der hat das wahrscheinlich gebaitet. Aber jetzt die Frage, fallen wir auf den Bait jetzt rein, oder? Ja, bannen die einfach, oder? Wir fallen ja nicht auf den Bait drauf rein, wenn wir wissen, dass es ein Bait ist. Wir bannen trotzdem Anivia. Na gut. So smart. Weil es ist schon sehr gut. Actually, Anivia ist auch gut gegen Udi, oder? Ja, ja. Ja, klar. Oh, aber wir spielen jetzt, also was wollen wir spielen? Wir spielen jetzt schon in die Reihen zu fahren, hart, oder? Also wir haben schon drei Champs, die jetzt in die Reihen fahren. Wir haben drei Champs, die rennen gleich nochmal, das ist gut. Ich würde unten schon einen Nami sehen, Alter. Jetzt so ein Jhin als Backline-Support wäre doch auch voll gut sogar, oder nicht? Ich glaube Ashe, oder? An aber wie supporte ich mit Jhin die Backline, wenn es gar nicht meine Ult blockt? Naja, während wir halt auf die raufrennen, so weißt du, machst du noch eine W-Ult. Also ich glaube, ein Hyper-Carry kannst du jetzt hier nicht so machen. Weil du halt alleingelassen wirst durchgehend.
Würde schon, also Albuquerque würde ich trotzdem feiern. Oder Six. Oh, Lucian, wir können auch Lucian Nami gehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Lucian gehe, aber Nami würde ich auf jeden Fall gehen. Also wenn du Nami gehst, würde ich Lucian Nami gehen. Na ja. Gut, dann pick Lucian Nami. Dann haben wir das auch. Dann fahren wir einfach überall rein. Perfekt. Dann spielen wir jetzt auch einfach mal wieder was anderes als Karma, ne? Das finde ich ganz gut. Das ist was anderes testen. Haben wir gemerkt? Ich bin mal gespannt, wie die Lane gegen Caitlyn ist. Habe ich ewig nicht gespielt. Zillion wäre halt auch schon sehr Baba gewesen, ne? Gegen Skarner. Aber Skarner fantastisch, ne? Aber, Zillion, aber jetzt hast du halt wenigstens Mitte-Pro, ne? Ja. Zillion kann ich wirklich Anti-Heal bauen, mit Kammer ist das easy. Oh, die Cassio, die ist auch noch gut. Oh, Cassio ist wirklich gut, ja. Cassio, ja, das ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Das ist ein Feinpick. Was ist, wenn Set mich ultet und ich während der Ult ulte? Komme ich dann daraus, wo ich gerade bin? Ja, du kippst einfach raus dann. Du kannst weiterlaufen, ja. Aber macht irgendwann hinten trotzdem die Damage, glaube ich. Nee, der Damage ist da, wo du aufkommst. Ja. Naja, der zieht dich trotzdem weiter. Also er zieht dich nicht weiter, er fliegt weiter, meine ich. Er fliegt weiter, und der Damage fliegt halt hinten durch. Er macht einfach ein AKO, aber ist rausgerutscht. Aber er zieht den AKO trotzdem alleine durch. Er ist ein Macher. Okay. Also jetzt möchten wir 15. Minute gewonnen haben, ne? Ja. Ja, wir sind doch jetzt nicht so schlecht am Scalen, würde ich sagen. Ja, unser Scaling ist auch okay. Ja, ich glaube, irgendwann wird uns schon der Damage ausgehen mit der Comp. Ja. Weiß ich nicht. Ja, wenn, hast du Udo noch nie gesehen. Wenn Phil und Pius im Game sind, ist ja, aber gegen Double Tank mit Soraka ist schon schwierig. Ja, das stimmt schon. Aber ist auf jeden Fall nicht Autolus, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, sind wir uns einig. Kannst du einfach Kraken Slayer Lucian gehen? Kannst du auch einfach mal dein Maul halten. Gegen die dann von hey. Ja, aber wir spielen ja nicht Fronte weg. Also, wie spielen wir das Game? Electrocute ist... schlau. Ich würde sagen, beginnend mit einem 1,25 und dann gucken wir mal, wie das Leben läuft. Auf welcher Seite? Topside, glaube ich. Alles klar. Skarner sollte in die Caitlyn-Lane reinspielen. Mein Top-Lane ist auch easy gankable. Mhm. So, ich cover hier. Jo, ich lauf hier hin. Du willst 1,25 Topside werden. Jo. Na gut. Oh, Udo sieht echt schon cool aus, ne? Udo sieht richtig cool aus. Hat so ein bisschen was von Pius. Ja. Ich finde dieser normal, ich finde ihn brutal hässlich, ne? Also wie der läuft. Ja, das ist so cool. Aber so läuft Pius halt auch IRL rum, ne? Wenn er auf dem Weg zur Bar ist. Na klar. Da geht mir auf die Bar. Kannst du mal hier so reingehen, Chantau? So unbemerkt? Nee, die Kasse steht da, aber ja, ich kann's probieren. Nein. The only thing that matters out here is your aim. Ich glaub, also wir wollen auf jeden Fall early alles auf der Map abgrasen, was wir kriegen können, ne? Early Drakes, Early Heralds. Die werden wahrscheinlich gewartet haben. Ja, der Spot. Ihr werdet mal sweepen hier einfach. Ja? Ja, ja. Und dann treibe ich den jetzt einfach hier raus. Kannst du mich sehen eigentlich? Lang gehen. Schon 100 HP. Oh, das ist jetzt kein Sneaker, 25 mehr, ne? Setz dich um. Nee, aber ihr kommt jetzt hinterher, ne? Also, und dann... Setz dich hier. Ja, ja. Die haben jetzt hier gewartet. Oh, ist rausgelaufen, fuck. Wenn es ganz doof läuft, kommt Soraka gleich zu euch, ne? Ja, das ist echt so, könnte sein. Wäre sehr doof, hier. Ja. Aber da müsste sie Base gegangen und aus Base top moved sein. Sie könnte doch einfach, als sie viel gespottet hat, losgelaufen sein. Ich geh Mitte. Aber dadurch, dass Cassio nicht da ist, sollte es passen, denke ich. Ja, ich denke auch, Ja, ich glaube, der macht Raptors gerade. Das kann sein. Oder auch nicht, dass ihr wegsmitet. Ja. Ja, wollen wir dann Botlane hart pushen, dass wir deinen Red Cover kriegen? Ja, genau. Ihr pusht Bot und ich move jetzt nach Raptors in Raptors und dann in Enemy Blue oder so. Ich kam aus dem River gerade, die beiden. Ja, ich kann hier sehr gut in Mitte gehen. Die könnten actually auch von deinem Red gekommen sein. Na, so schnell war der nicht. Ich komm hier Mitte. Okay, Pyro wird aber leider nichts hier auf der Lane. Kannst du da rauf einfach? Ah, du bist, ja. Ich ghoste. Ich hab noch eine Axt. Soraka moves jetzt. Nevermind. Wollen wir rauf? Okay. Ich hab gleich wieder. Nicht, dass wir das gewinnen. Okay. Ich bin auf Skarner.
Schönes Ding. Damage. Ja, ja. Es ist so ein Kack-Minion-Block, crazy. Ich dodge den Soraka Q nach vorne, ja? Mit E. Okay. Wenn sie ihn used. Flash auf Mitte und Jungle auf jeden Fall. Der hat sonst benutzt weiter. Der runtergepufft danach? Der war ein HP irgendwie. Aber ich glaube, der hatte Red Buff, right? Ja. Ja, das wird cool meiner Botside gewesen sein. Ich mache meine Topside Jungle mich runter und wir schauen für einen Onspawn Dragon dann. Ja, wir würden, ich würde sagen, wir gucken für einen Tradebot, wenn du Richtung Botside bist, dass sie wir losen, die losen, dann können wir von denen gucken. Was hier? Mein Bot haben wir keinen Fall. Ja, du bist solo. Weg gesmited. Raus. So, ich jungle mich jetzt runter und wir gucken für 1,25 Strike, ne? Das ist das Play. Ja, mir Vision Gold. Ah, die kriegen den, ne? Weißt. Das Garner müsste eigentlich resettet sein, oder? Ja, ja der noch macht nicht, noch Tempo nicht, und aber wird der, jetzt. Der macht 12 und geht best oder so. Eine Minute auf Drake. Ich jungle mich runter. Caitlyn ist geschunkt. Ja, doch keine Pots mehr. Wenn wir Soraka Q-Dodgen, haben wir jetzt Prior. Jo. Könnte sein, dass er hier gleich kommt. Wenn sie einen ganz komischen Path nimmt. Ja, wäre wirklich sehr komisch. Ja. Ich bin auf jeden Fall Botside hier jetzt am Start. Ist er nicht sein Topside-Quark sein jetzt? Ist ja, noch? Ja, er sollte Topside sein. Ja, da ist er. Ganz noch. Aber wir haben Prio unten jetzt. Ja, wir haben Prio. Ich möchte Drake hier on spawn machen. Also schaut, dass ihr dann die Wave crasht. Ja, ich kann nicht. Wird die mit Landwave crashen? Skana ist immer noch top. Ja. Very nice. Ja, Drake ist free dann. Die move nicht, die Soraka? Ich würde dich hier gerne mal trainen, wenn die Wave pushen. Brauchst du mich für? Ja, ich kann den Solo machen. Komm mal. Ja, ich komm mal. Du bist safe top, ne? Kann nichts passieren? Ja, kann nichts passieren. Der Mitte, ja, Drake dann? Ist free. Schöner Dodge. Caitlyn hat kein Mana mehr. 3 Sekunden euch wieder E, wollen wir? Ich hab 9 Sekunden. Ja. Die Lane Trees jetzt hier. Ah ne, die werden Base gehen. Ich glaube, wir würden sie einmal durchpushen. Hm? Ich glaube, die müssen stayen. Ja, die Caitlyn hat 0 Mana. Ist super bad für die, wenn die stayen. Skana ist so relativ weit vom Tempo, oder? Der ist an seinen Geistern jetzt? Ja, Skana ist Topside. Ja. Also, Bot kann jetzt eigentlich gerade nicht mehr lane, solange Skana nicht Bot kommt. Ja, der war Soraka, die Soraka wastet ihre Qs auch komplett. Also ich werde hier gleich resetten wollen an sich, aber ich kann auch noch stayen. Nee, du kannst Base. Aber actually, ich kann für Krabbe noch gehen. Ich würde auf den Ken-Minion hier gerne was machen. Ja, ich habe 5 Sekunden wieder meinen E. Wäre ich hier für Krabbe. Schade. Kannst du moven? Kannst du moven von Mitte? Von ja, Mitte? Ja, ja. Ist Level 4 noch, ne? Der ist unterfahren. Ja, wir fighten hier. Ich move auch. In einem Krabbe, okay, oder? Okay, der ist gone. Ja, ich geh Krabbe. 10 Sekunden hab ich auf W, wenn jetzt Kassel kommt. Ja. Ist Garner die Bot? Ja, aber kann er was. Ja, deswegen, also die Botlane ist halt sehr, sehr free, solange wir nicht Base gehen, ja. Wir haben auch Vision, also der kann uns nicht einfach ganken jetzt. Cassio ist out of Mana. Die muss resetten. Ja. Die Element interrupten. Wir haben mich an der Vision Plant hier gesehen. Hast du interrupted? Ich werde hier resetten, dann Topside gehen und wir spielen für den Herald, ne? Ja. Aber da auch, hat wieder Flash. Wenn das D-Wave einmal hart schafft, im Base gehen. Wir haben auch keinen Mana mehr. Ich werde Redbuff noch machen. Wir können auch Topline diven einfach. Mhm. Ich brauche noch, bis ich top bin, auf jeden Fall. Wir move jetzt zusammen hier rein, oder was? Ja, ich mache ein Camp, dann bin ich 6 und dann Herald. Dann wird die Base gehen. Nach Scannerbots. Scannerbots.
Also ich mach Wölfe und dann bin ich top für Harold am Start. Ja. Ist die Frage, Nami sollte auf jeden Fall irgendwie über Mitte gehen. Und wenn die das fighten, dann bräuchten wir Nami halt auch, ne? Aber ja, wir haben Cryo gerade. Die pushen sonst nicht noch richtig. Raid, Alter, so greedy. Kannst du Move gerade hier oben rein? Ja, du Move schon mal zum Harold. Ja, ja. Botlane pusht jetzt den Rave und geht jetzt erst Base. Ja, die sind 20 Sekunden late auf der Map. Z ist ultra low. Ich glaube, ihr könnt den on-spawn machen. Kannst du nicht hier. Ich push die Wave durch und dann hover ich, falls die fighten wollen. Wir sollten jetzt machen, weil Z hätten jetzt einen Reset. Ja, ja, ich bin six nach dem Camp, ich gehe da jetzt hin. Pull den schon mal. Ja. Ich kann gleich noch die Kasse spotten, die Kasse läuft gerade hier. Voila. Ne, die haben Pink Ward, kannst du die clearen, die Pink Ward? Ja, ja. Hast du hier oben? Ich komme gleich. Ich habe jetzt hoch. Ja, kannst du hier? Ja, lass rein, okay, lass rein. Ort kommt aus Base, maybe, ja, guys. Kasse. Ja, ja, ja. Caitlyn und Soraka sind beide Topside, guys. Ich move hier noch rein, ich hab Ult. Lass das gleich turnen, wenn ich da bin. Wir können spielen. Ich hab ab. Warte, ich werde über die Wall flashen hier. Ja, nice. Aber schön. Schön. Nice. Kann einer aus Base und Bot CP'd, maybe? Nee, du gehst Bot? Vier? Du gehst Bot? Ja. Ja, ja. Ich kann Base Herald an, oder? Ja. Ich hab noch Ult, wenn die hier irgendwie irgendwas machen wollen. 7 ja. Sekunden Jump. Ja, wir können die Fights bei Ultra Slow spielen. Der kein Flash, die Kasse. Zwei. Ja, guck mal. Und keine Ulti-Kasse. Alter. Was macht die für ein Damage da? Holy shit. I bet. Skarner kommt aus Base. Macht Raptors. Ich dachte nicht, dass sie mich so fetzt, sorry. Ich hab 5 Sekunden Dash. Ich würde hier gerne noch was probieren, wenn die Wave ja. Hat. Ich also nehmen. Wir sehen Skarner hier. Ich bin auf Herald drauf. Okay, das ist ne? Top, by the way. Ich kann die Pflanze nehmen und dann komm. Ja. Gewordet, oder? Hier oben Pinkbot? Ja. Hast du Smiter? Ja, ja, Smiter hab ich auch. Skarner ist jetzt da. Wie sieht's aus mit Assistance? Kannst gar noch. Lass spielen. Kassi move. Ich komm hier. Nach oben, ich hab Ghost an. Nächste Axt ist hier. Kassi ist hier. Komm. Hier aufpassen. Ah, du musst raus, du warst zack. Bin auch gleich da. Go. Ich bin dead. Antrag? Haben wir keine Vision gehabt. Ich hab so ein Geld für was. Ich werde ein sehr, sehr early Mandate haben, ne? Das ist ein huge Spike dann. Soraka Free Stop. Ja, also generell, ich glaube, die Fights, die wir nehmen, alle gut. Ich glaube, wir müssen nur ein bisschen besser koordinieren, dass wir alle in Position sind. Ja, wenn ich resettet wäre, dann wäre auch pretty easy was, gewesen. Was denn mit dem Drake? Ich hab jetzt Geld für was. Ich jungle von top to bottom und dann bin ich am Drake. Soll ich Shovel mitnehmen? Nee, ich hab jetzt alle top gerade. Drei top. Der hat noch Ult, alles kann er. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat mich geholt. Plating. Nice, schön. Ja, okay, Kutsch, das ist ja wirklich gigafett. Wie viel bis Mandate? 800. Ich glaube, wenn du die Top TPs, dann diven die dich aber trotzdem nochmal. Kannst du mich covern oben fällen? Also, ich kann covern, aber eigentlich wollen wir Drake, ne? Ich komm ja, aber wir können das doch mal anfangen. Ich tippe rein. Ja, ich würde sagen, wir move auch hoch. Go, 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 go. Was hier, guck mal. Ja. Okay, lass durchmachen, oder? Okay, ist fein, ist kein. Wir gehen wieder Mitte. Jack, hast du eine Ult? Die kommt von Top dazu auf jeden Fall. Alter, what? Der Blaubarsch hat 4-0. Oh, hier ist Soraka. Ja, ich komme. Kann man nicht spielen, ne? Der wird nicht ulten jetzt. Doch, wir können es gar nicht. Ja, langsam. Ich darf meinen Shut auch nicht abgeben. Dann denke ich wieder top. Lass uns bitte einen Drake spielen. Das ist super. Wir sollten gucken, dass wir ihn kriegen. Kassio keine Ult. Mhm. Soraka hat gerade auch geultet, oder? Soraka hat geultet. Die werden resetten wollen. Ich kann hier einfach Drake starten. Ja, ich move runter. Das ist mein Date. Z hat keine Ulti. Also die Caitlyn ist komplett useless gerade. Ja, wir gewinnen langsam. Set move den River. Okay. Push Mitte aus, dann move ich rein. Ja.
Guck mal durch. Skana keine Ult, Skana keine Ult, Soraka keine Ult, Kassio keine Ult. Ich bin auf Drake drauf. Nichts mehr. Hier ist schon wieder top, oder? Du kannst schon wieder top. Ich wollte jetzt ein Reset, ich hab Mandate auf jeden Fall. Das ist ja, so gut. Ah, die wollen hier kommen. Komm zum Drake. Wir kommen. Set ist super low. Lass einfach Drake gehen. Ja. Drake und oben raus. Nice, Drake und oben. Jus, kannst du top gehen, tippen? Ja. Ich werde dich tippen. Ja, gegen den Kassel nicht viel machen. Da kennt ihr also sollten, auch. Wenn wir Wolz haben, sollten wir auf jeden Fall Fights brauchen. Ja, ich renne hoch. Also ich habe jetzt Mandate, wir haben jetzt richtig viel Schaden. Mhm. Ja, die wollen halt den Top-Lane übernehmen, ne? Ja, Soraka könnte schon wieder ein Top sein. Ah, die Kassu geht weg. Also ich base gleich einmal und hab Item ab. Ja, die Caitlyn respektet nicht wirklich. Ich glaube, die hat Backup safe. Ja, ja, kann auch immer noch den Set unten killen, der ist voll low. Ah. Scanner Bot. Was, Bot? Mitte ist, hat kein Backup, ja, ne? Ihr könnt einfach raufgehen, wenn ihr gerade Zeit habt. Was? Ja, also wir sollten mich nicht so isoliert lassen. Das ist Free Kill. Das ist Base gegangen, tatsächlich. Ja. Ich war da kein Ulti mehr. Wieder top? AZ, oder? Ja. Nee, es hat auch kein Ulti. Dann lass einfach für Mitte Prio gehen und dann in die Bot reinroam. Also die beiden ist super schwer zu killen, ne, wenn die alles abhaben. Aber wir können halt auch for free jedes Mal deren Sums und so weiter forcen. Ja. 1,30. Ich habe jetzt auf jeden Fall Item, ich bin jetzt auch wieder im Game drin. Wir haben Herald in 1,20, darum sollten wir spielen. Dann sollte Uya top, I guess. Wobei, ich glaube Karma ist einfach stärker gerade. Ja, ich bin mittlerweile ziemlich behind. Ja, ich bin gut im Game. So, hier Rico. Also nach die top. Beiden Camps und bin ready für Skana Action. Skana ist Mitte. Ah, ist actually illegal, ist ja einfach rein, lol. Der ist hier irgendwo River. Ja, so, den Skana-Schrein gerade genommen. Also, sie haben keine Soraka-Ult, kein Exhaust, kein Heal Mitte. Ja. Ich habe in 40 wieder Ult und 30 Galefos. Caitlyn wird noch einen Reset brauchen für Galefos. Wissen, dass ich kein Flash habe nach oben wahrscheinlich? Ja. Skana ist da auch irgendwo Topside. Ja, Skana ist Topside hier oben irgendwo. Wie Soraka vielleicht? Ja, wenn die da Warden gehen. Jetzt. Ich renn die um. Kein Flash, okay, kein Flash mehr. Skana top! Kommst du da rüber? Wenn wir top durch irgendwo? Könnt ihr? Bist du letzter Top? Ja. Sieht sehr dead aus. Ich glaube, wir können das halten. Ich bin noch da. Ich weiß nicht, ob ihr rankommt. Kommt ihr ran? Kassel hat einen Holder. Jetzt nicht mehr. Nee, ist nicht mehr. Nee. Aber Soraka muss hier alleine rein gerade. Soraka kein Flash. Könnt ihr Top-Pressure? Ja. Kann ich ulten, ja. Kassel hat keine Ult. Reset. Ich bin auf Skana. Ja, ich muss mit reinkalten. Nee, wir müssen hier, wir müssen auf Skana kommen. Oh, der Set ist doch gut. Bitte? Die kriegen jetzt auf den Turm, ne? Ja, mit den. Kutscher, wenn die Kette nicht aufpasst, ich kann Mana mehr für E. Also, ich glaube, wir müssen ein bisschen selber mehr. Nice. Also ich glaube, wenn die einen Play machen, dann müssen wir vorher schon wissen, was wir, wie wir darauf antworten wollen und den nicht hinterher rennen. Aber 1,20 Drake, Guys, ne? Das ist unser nächster yes. Plan. Ich hab TP, aber ich geh top. Das ist top. Kriegen wir den Tower noch defended? Oh, nevermind. Das ist gut, HP. Ich hab auch wieder Ult. Also wenn der für den Turret geht. Wenn der overextended, der, ja. Hat der Flash auf Kios? Keine Ahnung. Weiß nicht, dass das ein Flash hat. Kannst du ihn runterrennen? Ja, kann ich. Echt? Nee, der kann Flash. Kein Flash. Kein Flash. Oh, ich glaube, der hat Ult, ja. Ich hab keinen Flash. Gunn hat keinen Flash wahrscheinlich. Ich direkt, dann 40 Drake ist 40 Drake. Direkt, direkt runter. Meinst du? Soraka muss nochmal Base gehen. Also ich bleib top, ich hab TP. Gunn ist auch nochmal Base. Der hat aber Ult, der Skanner. Soraka geht jetzt Base. Die können jetzt komplett Vision einnehmen, die müssen resetten gerade. Habt ihr Kassio-Info? Ja. Nee, Kassio war Bot. Das Midwave pushen und dann.
Okay, nice. Ich bin auch ready für Drake. Kannst du hier? Nee, kannst du da. Aber noch mit der Base. Wir haben... Wann haben wir wirklich ich bin 8 Sekunden. Okay. Kann ich nach links rausgehen? Nach links raus erstmal? Ich bin gerade so, so raus. Wo ich TP'n muss. Wir müssen Mitte den Herald irgendwie anzahlen. Ja, wir müssen schon den Drake fallen, oder? Die machen jetzt Drake, Drake fallen. Uwe? Skana ist da? Ja. Lass diesen Drake tanken, lass diesen Drake tanken. Wenn Soraka Silence raus hat, ultig. Oder kannst du mit in den Herald nehmen? Nein. Nein. Ich kann die nicht machen. Ja, lass hier aber den Drake tanken erstmal, ist fein. Wir müssen halt das Ding hier einnehmen, sonst können wir noch nicht, Ja. Langsam. Ich bin low. Nice. Wir können es low spielen. Ich bin 3 Sekunden nochmal ein Heal. 3 Sekunden Heal. Ja. Nein. 4 Sekunden habe ich Mantra wieder. Ja, der ist weg. Ja, ja, wenn wir nochmal so eine Mantra-Kühle reinhauen. Auch Mantra? Oh. 5 Sekunden Mantra? Der trollt. Komm von für Big Play. Ja? Ich krieg eine Axt. Nice. Nice. Ich hab Mantra, gleich. Ich chase. Der hat einen Trap. Komm von links. Fatal und dead. Okay, hier ist Kassel, auch noch Mana, Nice, nice, nice. Wer tankt? Ja, ich tank, ich tank. Okay. Einfach auf. Ich Mitte Tower, ja. Nice. Ach, Double Enchanter ist einfach geil, Mann. Schön, schön. Also, die Skana Ult into Silence ist schon irgendwie richtig disgusting. Chantal, du sollst nie die Webster nehmen. Ich kann mich einfach nicht bewegen. Ich geh hier raus. Wir können den Turm nehmen einfach, warum nicht? Hä? Ja, aber du sollst trotzdem nicht die Web nehmen. Ja, ich gebaut Zeit. Warum sollst du mich nicht hoch? Weil du mich enchantest. Ja, aber es. Ich werde most damage im Game haben. Ja, obviously. Aber die Wave ändert ja da nichts. Ja, Ja, weiß nicht, ich glaube, er kann die da schon nehmen. Ja, ich brauche noch 700, ne? Brauch 700 Gold plus QSS, dann bin ich in solchen Fall. Also, ihr habt 4 gegen 5 gefightet. Ja, gut, aber wenn du es halt 2 Ultimates gezogen. Ja, ja. Aber wenn ich QSS habe, dann können die das nicht mehr machen. Okay. Ich brauche einen Baron Vision auch gleich, ne? Nicht, dass sie den irgendwie schießen. Können wir mit dem Tower schnell snacken? Es kann kein Flash, ne? Es kann kein Flash. Ja, ich cover euch Mitte. Ja, das Set war eben auch noch Mitte. Hast du Spot? Ja, ja, okay, ja. Nee. Set. Ja. Oh Mann. Können wir runterrennen. Ich komm da ran. FTP. Kasso kann nicht joinen. Nee, lass erstmal weiter für Perl. Wir brauchen einen Turret, um das zu machen. Skana will hier Ward kriegen. Ist Caitlyn ist Gigalo? Wir müssen gleich Ward antworten. Ja. Kriegen wir den? Na, kriegen wir. Aber Skana ist oben. Du kannst den Turret hitten. Ja. Danach raus. Ja, du gehst Bot anzahlen jetzt. Okay, guys, ja, wir sind ja, hier ja, jetzt. Ich bot. Wir sind zu lange hier. Pass auf, top auf. Skana move top durch. Skana move top durch, ja. Ich brauch noch einen Camp für QSS. Dann lass erstmal also, Bot wieder auspushen. Kassus Mitte. Hier. Ja, wir pushen jetzt erstmal Bot aus und dann machen wir genau das gleiche wieder. Die haben keine Antwort darauf. Wenn die nicht Nash flippen. Okay. Ich hab TP auf, falls die Nashen. Also, ist halt easy. Ich hab jetzt QSS in Base. Nice. War der Set, Pios? War der oben? Top, ja. Ah, der ist, low. Wir sollten gleich Lane swappen, dass du in die Kasse reingehst. Ja. Ah, Turret kannst du noch nehmen. Ich habe jetzt auch Big Anti-Heal. Nice. Kutscher sehr Ich weiß nicht, wo war's? Ich hab's gar noch nicht mehr auf dem Blick. War der? Ja, kannst du Topside nicht, hier hat da gerade einen. Ja, ist doch okay, ich nehme den Turret unten. So, ich bin frisch aus Space, die haben keinen Recall, ne? Ja, wir sind super strong jetzt. Also, wir sollten den hier nichts mehr lassen for free. Wenn man Double TP ab, ne? Ja. Soraka. Ja, go. Ich komm da ran. Ah, die muss dort schon, das reicht. Nice. Wir können auch hier killen. Ja, wie sieht's mit Caitlyn aus? Ich bete. Nice. Go Nash, no? 3 Sekunden Mantra. Ich hätte jetzt rein. Ich hab sehr wenig Damage auf Nash. Also willst du Nash? Ja, dann lass für Turret.
kann jetzt die Kälte noch gucken. Das sind euch, das sind euch. Das sind euch, rechts. Okay. Aber das ist fein, wir können den reinwerfen. Ja, ich tippe hier gleich. Du machst gar nicht. Hast du hier hast du es auch hier? Set hinter, hinter. Oh. Das hinter, MyBit. Ist ja da angekommen, Alter. Ja, wir können es noch spielen, Slowly, ne? Scheiße. Hier ist Bot Turret damage. Ja, mach nicht so viel damage. Moment, Moment. Bin fein. Ich push mit der. Ah, der ist hier lang, MyBit. Ich dachte, wir haben Vision. Ja, ich dachte auch. Die gehen Richtung Barrel? Die gehen für Nash. Ich mach auf. Okay, nice. Aber hat er auch Nee, hat er nicht. Nee. Kann er keine. Oh, hat er schon wieder Bot doch, Verfolg? Doch. Hat wieder. Keiner mehr. Ja, okay, dann Scanner Ult hat 60 Sekunden Cooldown anscheinend. Ich glaube nicht, dass sie das spielen können. Set ist auf Botlane. Ich bin auch wieder live. Draken 30. Hast du keine Ult? Hast du keine Ult? Die ist die Solo? Ah, die hat Dings. Knallpflanze. Ist fein. Wir können Drake Position holen und Vision. Jo. Ich war ja schon die Chantal. Fuck, der hätte ich gar nicht bauen müssen. Hab ich gemerkt. Also, Scanner hat ein 3. Also. Scanner hat, wenn ich QSS auf seine Ulti so ein 30 Sekunden Window, bevor ich wieder QSS ab hab. Eine Midwave noch? Die wird Wall sein, oder? Ghost. Glaubst du, ne? Weil der Set hier geflankt hat. Über die Midwave? Ja. Ich komm hinter dir gleich mit der Sola, wenn irgendwas passiert. Set ist top, Set ist top. Können die für Nash traden, maybe? Nee, ich pass Blue oben, geht zum Drake. Ich hab leider keine Wards mehr, also wir sind hier relativ blind. Wir wissen ja, woher die herkommen. Ihr könnt schon starten gerade, ne? Ihr könnt starten. Komm hier. Ja. Da können sie nicht durchlaufen. Ja, sehr gut. Kommt eine Wave. Sehr gut. Was? Set? Ja, auch gut. Block. Ja, ich hab durchgeholtet. Okay, die sind low auf jeden Fall. Können wir trotzdem weg machen, oder? Ja, lass starten. Die wird sich mit so Wacker können nicht durchlaufen. Ja. Oh. Der hat keine Ulti. Okay, ich bin weiter auf Drake. Ihr könnt das spielen. Nice. Care Drake, erstmal kurz raus. Nice. Ich komme. Ich bin das. Ja, das ist free. Ja, das ist auch free. Das hat weh getan. Okay, Double Enchanter ist so busted. Okay. Ich komme. Nice. Ja, ist noch drin. Ich hab Slow drauf. Ich hab nochmal Slow drauf. Nice. Ich hab einfach 6 Mantra-Qs reingehauen. Ja. Mit meiner E auch noch die ganze Zeit, das ist so viel Damage. Wir können Slash, wenn Pierce da auch hin TP'd, oder? Ja, einfach Drake. Ja, das ist einfach Drake, nehmt es nicht lang. Okay, nice. Ich hab Vendek 4k Damage gemacht. Balance. Okay. Also an so einem Choke, ne, wenn die hier oder hier stehen, dann können wir da einfach richtig langsam davor stehen. Ich kann Permamantra Q reinhauen. Sie. Also ihr müsst gar nicht so viel. Also ihr müsst einfach warten. Ja. Was ist das Botlane? Kriegst du die? Ja, krieg die. Können wir Baron machen danach? Ja, aber so eine Richtung. Ist gar nicht hier. Ich sind noch zu dritt gerade, wir sind gerade noch zu dritt, ne? Aber nimm den Fein, nimm den Fein. Ja. Der hat doch keinen Flash, oder? Nice. Okay, Nash. Go Nash. Ich hab Ping für Pit. Ja, einer kann schon Top-Wave nehmen. Ich mach relativ viel Damage am Nash. Ja, ich hab halt Leon Grease, ne? Ich sollte eigentlich nicht weggehen. Ja, ich hab auch Sunfire, ich glaube, ich mach mehr Damage. Ja, ich glaube, ich mach am wenigsten. Ich hab Stride Breaker. Das kann sogar ganz gut sein. Ja, ich glaube, du machst am wenigsten gerade. Okay, ich geh Botlane. Okay. Also, entweder machen wir 4-1 oder wir groupen trotzdem zu 5. Ne? Ich glaube, 4-1 ist besser. Wir müssen halt nur das Garner respekten dann, ne? Ja. Und Setflank respekten. Ja, aber solange der nicht durch Uganda läuft, dann. Ja, ich kann einmal kurz hinter dich kommen, Pios, falls wir ihn runterrennen können. Also ich one run den auch. Also. Und meinst du nicht, wir können zu zweit einfach in den Turm nehmen?
Weiß ich, glaube, du solltest Mitte eher sein. Ich glaube, du solltest lieber Mitte, damit wir hier nicht engaged werden. Ja. Eigentlich muss aber nur Kutscher aufpassen. Also ich wollte gerade sagen, Olaf Ult und Kutscher QSS. Aufpassen. Ja, ich kann nicht. Jungs, ich hab das. Ich hab Superior Position. Ja, also können wir dazu machen. Kein Silence gerade. Set ist immer noch Miss. Set ist Mitte. Passt du mit Bot Defense. Ich fange gleich an zu poken. Sekunde, ich gehe Pick in. Passt du es mit? Wenn wir hier rauflaufen, dann. Gunner Bot. Der ultet mich. Hast du Bot? Hast du auch Bot? Lass hier Mitte rauf. Ja, das Mitte ja, hart, ja. Holy shit, Permatit. Tom? Ja. Ich hab noch QS, ich hab noch Gale Force. Von rechts, ja. Können wir top? Also sollten top rotieren. Ja. Ja, die droppen auch eine Wave, Lass hier die Pflanze am besten. Achso. Danke für nichts. Ich hol die Wave nichts. Gerne. Ja, wir müssen auch wieder Mitte Wave nochmal. Ja, ja. Ich hab auch AI in Base. Also ich glaube T2 werden wir eh nicht mehr kriegen, oder? Garner keine Ulti, aber hat nicht so lange Cooldown. Dann lass Wave pushen und reset. Ich hab AI jetzt. Der titelt mir aber für 3 Jahre. Level 14? Was für ein Game, Alter. Wollen wir haben noch Zeit, wollen wir zu viert Bot gehen und Pius macht Mitte? Dann können wir Botlane noch hard forcen mit dem Baron. Dann resettet man nach der Crap. Ja. Good call. Wir können auch ziemlich einfach traden, ne? Falls du Gisgana wird, Auto wirst. Oder wahrscheinlich lootet er mich, ne? Ja, der wird einen von euch beiden. Soraka ist hier fahr auf jeden Fall. Ich würde hier kurz in den Busch warten, am Drake Pit hier. Ja, sieht gut aus, ne? Ich glaube, wir können hier ein paar Pinstern, ne? Hier? Ja. Ich mach eine Wave, ihr seid schnell gleich. Ich bin noch nicht da gerade, aber ist doch egal. Ich bin auf Castor. Jum? Kommt zu mir noch nichts? Castor ist slow. Können wir Bot die Wave noch mitnehmen? Oder kannst du drehen? Ja. Ja, kannst nehmen, Wave. Jetzt kann ich. Oh, nevermind. Das sollte guter Fall sein. Schön. Ich hab jetzt Ult. Hat nichts mehr ab. Jetzt, das kann halt keine Ult. Nee. Hab ich. Ah, ich mach den ganzen Zero noch. Damage. Keine Ult. Erst dann? Nice. So, Alter. Mitte Wave. 30 Drake. Können nicht killen, oder? Können wir killen, ich wollte gerade sagen. Ja, bis dann. Sorka ist da. Dann raus. Ja. Der Soraka Ulti rausgehauen, oder? Ich hab Ult, aber wir können turnen, wir können turnen. Ja, Scanner. Du bist auf Soraka, wenn dann. Ja. Ich bin jetzt auf Soraka drauf. Ja, ich bin auch auf Set drauf. Hast du einen Speeder für mich? Ich hab's da. Okay, Skarner hier noch. Sieht auch sehr lustig aus vom Damage-Output her, Alter. Skarner hier bei mir? Ist irgendwer close? Ne, Kettis bitte. Niemand die hat geultet. Die hat geultet. Ich überlebe das hier auf jeden Fall, bis sie kommt. Ich tank turret. Nice. Was ist das für eine Scheiße? Sad. Und schnell drinken. Ich mach Drake, ich hab 30 Smite, aber das sollte nicht contestet. Kann ich den Blue Buff hier haben, Pius? Ja, na klar. Ain't no law out on the trail. Oh, mein Dämonik. Scheiße. Nice one. Tief im inneren Herzen wollte ich das. Ich Ocean weiß. Soul mit unserer Comp. Auch sehr illegal, ja. Das ist halt wirklich illegal. Ich hab Bonus Healing und Shielding habe ich jetzt 7000. Das ist auch ganz. Nur durch Spirit. Gutes Item. Gutes Item. I'm the Nash, guys. Ja. Ich würde den Blue vielleicht nehmen hier, tatsächlich. Jo. Ja, sobald die zu weit absteppen, können wir die halt echt runterrennen. Ja, die sind komplett am Arsch. Garnas ist. Oh ja, Skarn, das ist halt auch schon. Was? Hast du QSS, ja, ne? Ja, ich mach den Zero Damage. Ich und du nehmen kurz und dann. Ja. Eine Minute näher, schnell spielen wir darum. Ja. Ist hier auch Skarn auf? Wartet kurz noch, wir brauchen Karma noch. Hast du Mana-Probleme? Nee, nimm ruhig. Okay. Wir können hier gerade mal gucken, ich glaube Cassio ist hier irgendwo. Ja, Cassio ist hier, ja, aber ja. Komm ich nicht ran. Okay. Aber wir können die hier erstmal weg. Scanner Bot, Scanner Bot.
Okay, nice. Wir können den Top komplett Kontrolle holen. Achso. Hab keinen Sweeper mehr. Nee. Wir haben hier nicht gesweept, hier könnte ein Ward sein. Hier kurz da oben. Cassio geht Base, können wir nicht einfach mehr rushen? Ja, eventuell ist er awarded. Vielleicht. Oder lass noch eine Midwave hier hoch in dem Geist. Ja, eine Midwave und dann Drake. Nash meine ich. Wir covern dich Mitte. Ja, ich hab Q's zu defenden. Ich hab halt. Z-Move jetzt auch rein. Hast du auch einen Move in Shantau? Ja. Die gucken jetzt hier nach was. Ja. Wir können hier einfach warten gerade. Die werden reinsteppen. Ja, wir kriegen Bot T2 und wir brauchen wahrscheinlich dein TP. Haben wir irgendwo einen TP-Bot? Ich meine, Cassio ist top, ne? Ist hier 3 gegen 3. 4 gegen 4 sogar. Mhm. Kannst du runterrennen? Ja. Oh mein Gott. Hast du keine Ult mehr? Ist alles fein. Der ultet mich, der ultet mich. Ich hab nichts für dich, leider. Kann aber dranbleiben, theoretisch. Set geht base. Skana keine Ult, Cassio keine Ult. Was für Mitte Tower kommt? Mit den Tour, ja. Mantra? Hit. Pass auf, Skana kommt wieder von der Seite. Muss so raus, ja. Skana keine Ult. Ja, warte. Oh, da kommt der Big Play. Okay, Set TP. Alert. Set keine Ult. Wir werden Nash gehen, ne? Ich move mal mit dir runter. Ja. Ich move zu Set. Die haben ein bisschen auf mir, aber. Ja, ist gut. Können wir den killen? Ja. Nice Baron, ne? Ihr nimmt danach. Du musst ihn allein killen. Der hat keine Ult ab. Good luck. Nice. Wir können Double Inip. Ja, Double Inip. Kutscher kannst du rein, ne? Können wir die kurz canceln? Wir können für Ende gucken, oder? Ah, ne, meint ihr haben schon. Alles sind abgebrochen, drei Leute. Oder einmal abgebrochen. Double Inip ist hier. Du Caden ist da gerade. Nice. Yeah, nice. Noch 360 für Lodominix. Ja, was ist das für ein Ding hier? Fliegen da nie wieder Ulti. Oh. Shit. Ich brauch noch Red, dann hab ich Lodominix. Mhm. Ja. Ich hab 4k Gold. Nice. Ich würde sagen, Base und Top dann, oder? Damit die nicht for free Waves kriegen. Ja. Na, nimm die Jungle Camps, damit ihr mitnehmen könnt. Ja, die könnten versuchen, Mitte zu hardforcen, trotz Superminis, oder? Ja, also auf mich können die nichts machen. Wenn Kutscher safe ist, dann sind die safe. Ja, lass einfach Top direkt durch hier, oder? Set the spot. Ich würde auch direkt in Position gehen hier oben. Aber ihr müsst Mitte aufpassen. Ja, wir sind fein. Sind vier Mitte, ne? Ja, vier Mitte. Setbot. Trouble with the damned is, they never stay down. Ja, die chillen hier Mitte irgendwie auch. Also, die will dich. Aber wenn die jetzt, top move. Ja, aber wir sehen's ja. Ja, da war auch Bock, ne? Die gehen alle Base. Ja, wenn die gleich noch mehr Base gehen. Nee, nur so Raka-Set, ja. Ja, ja, drei Mitte noch. Aber wir ficken die komplett weg. Einfach true, das war A. Ist dann denn einfach? Für die zweiten, oder? Ja. Soraka? Hat er Trill? Du bist tot, ne? Bin noch fein. Oh, Star ist dead. Elder in einer Minute. Sehr awkward hier. Ja, ein bisschen. Die sind in zweiten Mitte. Lass mich chasen. Zwei Mitte immer noch. Oh shit. Nicht mehr Mitte. Nicht sterben jetzt für Elder, kommt irgendwie Base oder so? Ich hab TP für Elder. Ja, ist ganz schwierig, hier Base zu kommen. Pius Jason. Aber die könnten nur den richtig langen Weg gehen hier. Ja, wir brauchen dann instant TP von dir, damit wir Elder in Time da sind. Ja. Ich hab leider auch nur ein Ward. Vielleicht kannst du die Kette töten, oder? Können wir Mitte durch? Cassio war hier. Wir sollten Finish pressuren, damit die nicht den rushen. Wenn wir 15 bis. Ich glaube, das passt alles hier. Ja, die werden nicht Elder machen können, einfach so. QSS habe ich ab. 10 Soraka ist 10er Hult. Ja, das ist schon frech von der Soraka da, ja. 5 auf Ult. Ja, können wir auch Botwave. Nice, ist gut. Das Mitte-Wave pushen?
Jo. Wir müssen eigentlich Elder nicht flippen, ne? Die müssen Elder flippen. Ja, ja, ja. Ja, wir haben Zeit, wir können Waste später. Immer Zeit pushing Lanes. Wir können hier mit dem Rush rein, oder? Set, 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 set. Ja, ich komm hier. Kaltet die einfach. Nice, die haben nichts mehr ab. Oh Gott, dieser Silence. Ah, Junge. Nice, gut ab. Junge, League ist ja voller einfach, Mann. Ich war nie weg. Junge, ich bin 621. Ich stand gerade einmal in drei Leuten drin. Aber ich glaube, Doppel-Bruiser plus Doppel-Enchanter ist einfach fucking broken auf unserem Niveau, to be honest. Gut, aber die hatten das ja auch eigentlich. Ah ne, die hat nur einen Enchanter, Noobs. Ja, letztes Mal, oder? Was für Noobs. Aber ich muss sagen, Lucian